Über einen echten Kultclub will ich heute mit euch reden, Altona 93. Aktuell spielt man in der Regionalliga Nord und man will sich als Nummer 3 in Hamburg etablieren. Ihr Motto ist, wir sind halt anders. Kein Kommerz, dafür viel Tradition. Ich stehe hier vor der guten alten Kampfbahn von Altona und ich will euch zeigen, wie dieser Verein tickt. Viele Fans kommen nämlich extra vom FC St. Pauli hierher, weil ihnen Pauli mittlerweile zu kommerziell geworden ist. Also, los geht's! Kurz zur Geschichte des AFC. Man ist einer der ältesten Fußballvereine in Deutschland. 1893 gegründet und sogar Gründungsmitglied des DFB. Man hat auch den ein oder anderen Erfolg schon eingetütet. Zweimal wurde man norddeutscher Meister und zweimal schaffte man es auch ins DFB-Pokal-Halbfinale. Wobei, das ist schon ewig her. Die größte Clublegende ist er hier, Adolf Jäger. Über 700 Spiele hat er für Altona gemacht und dabei angeblich 2000 Tore geschossen. Krass, oder? Der AFC ist ein Club mit Herz. In Hamburg will man auffallend bunt sein. Zurzeit gibt es eine Plakataktion, in der ganz klar gezeigt wird, wir sind gegen die Kommerzialisierung. Ein Beispiel, keine Macht den Logen, alle Fans sind gleich, VIPs gibt's nicht. Make love, not far, da ist man einfach gegen die modernen Änderungen im Fußball. Oder unsere Fans halten keine Aktien, sondern uns die Stange. Klar, man ist gegen eine Ausgliederung. Die Fans haben eine klare Haltung, aber auch Humor. Bei Altona 93 sieht man den Fußball, wie er früher einmal war. Ja, natürlich ist es, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen das Thema im großen Fußball, Bodenständigkeit und viele Leute, merkt man jetzt auch so ein bisschen an den Zuschauerzahlen, obwohl vielleicht mehr Leute ins Stadion gehen könnten, tun es nicht alle. Vielleicht ist so ein bisschen die Übersättigung da und ja, da wollen wir vielleicht so ein bisschen in die Nische rein, dass man einfach zu Altona geht, guten Fußball sieht und alles ein bisschen entspannter und gelassener und nicht so überdreht ist. Naiv ist man aber nicht. Jeder Einzelne weiß, so ganz ohne Geld funktioniert es in der Regionalliga nicht. Werbung gibt es deshalb auf dem Trikot und auch auf den Banden. Trotzdem, das ist wirklich nur das Nötigste. Präsident Dirk Bartel ist der Hauptsponsor. Seit einer Ewigkeit steckt da auch privates Geld in den Verein. Und trotzdem, im Geld schwimmt man auf gar keinen Fall bei Altona 93. Ja, im Vergleich zur Konkurrenz ist man eher im unteren Drittel angesiedelt. Bezeichnet ist immer oder ganz oft die Frage, wenn man mit Spielern spricht, und denen ein Angebot macht. Und die erste Frage ist das jetzt brutto oder netto? Das sagt eigentlich eine ganze Menge aus. Altona 93 braucht also andere Argumente. Neu im Verein sind deshalb zwei prominente Namen. Sportchef Richard Golz war früher Bundesliga-Torhüter. Über 450 Spiele hat er im Oberhaus bestritten. Und Trainer Andreas Bergmann stand früher bei Hannover 96 unter anderem an der Seitenlinie. Für junge Spieler ist das natürlich großartig. Sie können sich jeden Tag verbessern. Und beim AFC gibt es ein ganz klares Ziel. Wir wollen auch so ein Auffangbecken in Anführungsstrichen sein für Hamburger Talente, die vielleicht in kleineren Vereinen schlummern und nicht die Möglichkeit haben, bei den beiden Großen, sprich HSV oder St. Pauli, die Möglichkeit zu bekommen, sich da zu zeigen. Vor allem Hamburger Jungs sind hier. 15 von 25 Spielern. Der AFC baut auf mehrere Säulen. Erstens Talente selber scouten, die im Umkreis spielen. Zweitens die Talente, die in den Nachwuchsleistungszentren aussortiert wurden, verpflichten. Damit will man sich jetzt erstmal in der Regionalliga etablieren. Und drittens die eigenen Talente, wobei das eher ein Problem ist. Im aktuellen Kader ist nämlich kein einziges Eigengewächs, das wirklich eine große Rolle spielt. Neu ist dieses Problem nicht. Immer wieder wechseln Top-Talente dann zu den großen Vereinen. Jonathan Tah ging als 13-Jähriger zum Hamburger SV, Erik-Maxim Choupo-Moting als 14-Jähriger zum FC St. Pauli und Christian Rahn als 15-Jähriger auch zu St. Pauli. Komplett verhindern kann man das nicht und trotzdem muss Altona 93 natürlich attraktiv für junge Talente bleiben. Also es wird ja auch gut gearbeitet in den unteren Bereichen. Jetzt ist gerade vielleicht aus welchen Gründen auch immer die A- und B-Jugend vielleicht nicht auf dem, zumindest in der Liga jetzt gerade, wo wir uns das vielleicht wünschen würden oder der Verein auch. Kurz und knackig gesagt, Altona 93 ist ein bunter Verein. Man hat über 1200 Mitglieder, viele davon sind Jugendliche und Kinder. Die Werte werden hier vorgelebt und dann nach draußen in den gesamten Bezirk getragen. Gegen Diskriminierung, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und gegen Homophobie. Egal, was für eine Hautfarbe man hat, es ist egal. Egal, woher man kommt, es ist auch egal. Alle sind gleich und ganz ehrlich, Leute, Fußball verbindet.
je besser die Spieler im Verein aufgenommen werden, desto besser integrieren sie sich in der Gesellschaft, in der Stadt. Und ja, das ist wichtig. Die Fans vertreten auch diese Werte. Ganz viele verschiedene Charaktere sind hier im Stadion. Da hinten haben wir zum Beispiel den Zeckenhügel. Da stehen die Punks, unter anderem Wolle mit seinem Hund Merlin. Der hat da so eine selbstgebaute Anzeigetafel und der trägt da immer das Ergebnis ein. Da hinten haben wir dann die Meckerecke. Da gibt es einen guten Mix aus jungen und alten Fans. Und außerdem gibt es dann noch die ehemaligen Paulianer, die gesagt haben, boah, da am Millerntor, da ist mir die Kommerzialisierung ein bisschen zu hart und deshalb sind sie jetzt hier. Insgesamt sind so ungefähr 1000 Fans pro Heimspiel im Stadion, aber, und das ist ganz wichtig, keine Ultras. Es gibt auch einen ganz aussagekräftigen Sticker von Altona, eben keine Ultras, keine Cheerleader und das beschreibt auch so das Gefühl von Altona. Es geht eher darum, dass das ganze Stadion der Mannschaft zusteht, zum Beispiel eben mit Gesängen. Seit über 100 Jahren wird hier Fußball gespielt. Bis zu 27.000 Zuschauer waren hier im Stadion. Das war bei einem Derby gegen den HSV in den 50er Jahren. Übrigens, diese alten Sitze hier, die sind noch aus dem Volksparkstadion. Aber nun ja, lange gibt es dieses Stadion nicht mehr. Die legendäre Adolf-Jäger-Kampfbahn wird abgerissen. Spätestens 2026, dann kommen hier neue Wohnungen hin. Der Verein muss umziehen und ja, da muss man schon sagen, das ist verdammt schade. In diesem Moment würde ich sagen, natürlich ein dickes weinendes Auge, weil das ist schon was ganz Besonderes hier. Das merkt man sofort, auch wenn man mal ein Spiel hier verfolgt. Die Zuschauer sind halt schon besonders und das ist eine besondere Atmosphäre. Es ist eben ein ganz anderes Gefühl als in so einer modernen Fußballarena in der Bundesliga. Bei Altona 93 wurde gerade der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt und man tut alles in seiner Macht Stehende, um die Nummer 3 in Hamburg zu bleiben. So Freunde, ich sag's immer wieder, unterstützt die Amateurvereine bei euch ums Eck, doch schmeckt die Bratwurst noch anders und das ist wirklich ehrlicher Fußball. Zum Abschluss habe ich dann noch eine Empfehlung für euch und zwar hier, die Kollegen von Follow Me Reports, die waren auch hier in Hamburg unterwegs, aber ein paar Kilometer weiter beim Zoll. Zieht es euch gerne mal rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.